Unser täglich Brot gib uns heute. Und das ist das, was Carsten und ich Ihnen zeigen werden. Erstmal eine digitale Waage und dann eine Brotbackmaschine vom Feinsten. Und wir werden keine kleine Brötchen backen. Nee, heute klotzen wir mal richtig. Heute wird nicht gekleckert, heute wird nicht geklotzt. Und das vor allen Dingen mit genau den richtigen Küchenutensilien, die Ihnen zu Hause das Gelingen eines richtig leckeren Brotes schon fast garantieren können. Und die Geschmäcker sind verschieden, Harry. Das muss man ganz klar sagen. Gott sei Dank sind sie das. Und unsere Maschinen, die wir heute zeigen, die also wirklich jeder Hausfrau, jedem Hausmann die Arbeit in der Küche erleichtern werden, werden mit den Herausforderungen des Küchenalltags sicherlich spielerig fertig werden. Sowas, was hier steht, sowas habe ich schon seit über 20 Jahren im Einsatz. Eine der ersten Brotbackmaschinen, die rauskam, knapp 300 Mark, war sehr, sehr teuer, aber man hat sich da erhofft, gesundes, konservierungsstofffreies Brot zu machen. Und wenn ich weiß, was reinkommt, dann weiß ich auch, was rauskommt. Und das ist, genau, das ist der Punkt. Und diese Maschine habe ich. Mittlerweile hat sich im Preis sehr viel getan. Ja. Mittlerweile hat sich wahnsinnig viel in der Technik getan. Genau, weil so mit diesem kann ich ja nicht nur ein Weißbrot backen, sondern... Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst auch Pizzateig damit machen. Du kannst sogar einen Kuchenteig damit vorbereiten. Und gerade bei älteren Menschen, die auch Schwierigkeiten von mir mit Gicht in den Fingern haben, ist natürlich so ein Kilo mit Masse, mit Teig zu kneten, immer eine Herausforderung. Richtig. Das macht in der Zukunft die Maschine. So, bevor es aber richtig losgeht, muss man natürlich mal schauen, wie man das Ganze zusammenstellt. Und beginnen werden wir in dieser Sendung mit unserer digitalen Küchenwaage. Und die ist wirklich Spitzenklasse, denn die sieht nicht nur klasse aus, hat diese hitzebeständige Oberfläche und eine schöne große Fläche, das auch mal größere Töpfe drauf passen. Hier hast du natürlich, Moment, so, stellen wir es mal wieder drauf, auch gleichzeitig die Tara-Funktion, denn die knapp 300 Gramm von dem Becher hier oder von dem Behältnis möchte ich ja nicht mit dazu haben. So, jetzt gucken wir mal gerade. Ich habe mir ein schönes Rezept notiert für unser Brot. Jawohl. Fangen wir einfach mal an, 300 Gramm Roggenmehl. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das treffe. So, wo sind wir? Ja, ich glaube, da können wir nochmal großzügig rangehen hier. Ich muss immer auf den Kopf lesen. So. Dann kommen nämlich gleich die anderen Zutaten noch mit dazu. Und dann kann es eigentlich auch schon gleich losgehen. Weißt du was, ich mach's mal etwas. Ja, du machst mal eben so. 287, du warst schon Moment, da. So. So, wo haben wir's? Vorsichtig. 70, 90. Wenn wir die andere Einstellung kriegen, dann sehe ich es wieder. So. 306, das passt. Ich glaube, das passt, oder? Gute Pferde springen knapp. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch 200 Gramm Weizenmehl dazu packen. Das heißt, ich drücke auf die Tara-Funktion und setze das gute Stück damit wieder auf Null. So, muss also jetzt kein zweites Behältnis nehmen. Geh einfach hin. Und wie viel muss jetzt rein? 200 Gramm muss ich jetzt hier haben. Okay, dann hoffe ich, dass wir das gleich sehen. Mal gucken. So. Du bist bei 120. Ja. Stopp, langsam. 187, 100. Stopp, jetzt hast du es. 201. Mann, ein bisschen bist du knapp stark. Das Ganze, aber es passt so ungefähr. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt darf ich dich bitten, ganz kurz mal eben diesen kleinen Messbecher mitzunehmen. Denn jetzt brauchen wir noch einen Teelöffel Salz. Das haben wir hier. Dafür, ja, gut, ein Teelöffel ist der kleine. Das ist der große hier. Ist das ein Teelöffel? Das ist ein klassischer Teelöffel jetzt hier. Viele machen das so ein bisschen Pi mal Daumen, wenn man das möchte. Kann man natürlich auch, wenn man es genau sturheil nach Rezept machen möchte, ist das auch in Ordnung. Dieses Salz sorgt übrigens für die kleinen Löcher im Brot. Ist das so? Ja. So, noch ein bisschen für den Geschmack, noch ein bisschen Zucker mit dazu. Und sehr interessant natürlich jetzt auch hier entsprechend dann die Körner mit rein. Und darüber haben wir gesprochen, da weißt du jetzt einfach, was du wirklich reintust. Richtig. Du kennst die Zutaten, wenn jemand Probleme mit Allergien hat. Und die Trockenhefe tun wir natürlich auch noch mit rein. So, und damit haben wir unsere Backmischung tatsächlich fertig. Die tun wir jetzt einfach in unseren Brotbackautomaten mit hinein und werden gleich, wenn wir das Thema aufgreifen, auf unser gutes Stückchen zu sprechen kommen. So, es ist ein bisschen Mehl drauf, macht aber jetzt nichts. Kommt nur noch Wasser rein. Jetzt kommt nur noch Wasser rein, das machen wir gleich, wenn wir über den Brotbäcker sprechen. Okay. Reden wir noch mal ganz kurz über unsere digitale Küchenwaage. Die ist wirklich auf das Gramm genau, ist insofern praktisch, weil man sie eben nicht nur für die Küche, sondern natürlich auch mal im Bürobereich, beispielsweise für Porto und dergleichen, ranziehen kann. Haben wir im Programm für deutlich unter 15 Euro mit der NC3439 und der 569 ein wunderschönes Designstück aus dem Hause Rosenstein und Söhne. So, und jetzt zu unserem Brotbackautomaten. Jetzt habe ich die Mischung, die du jetzt eben gemacht hast, rein. Und was natürlich toll ist, meine Damen und Herren, dass wir haben ein gutes Markenmehl genommen. Wir haben schöne, frische Nüsse genommen oder Körner. Mhm. Und jetzt kommt 80 Milliliter
Wasser noch hinzu. Jetzt kommt Wasser noch dazu. Übrigens, wenn Sie den Aufwand nicht betreiben möchten, ich möchte wetten, Mehl, Zucker oder auch Salz ist natürlich so ein Grundbestandteil des Haushalts. Moment, ein bisschen Buttermilch tue ich noch dazu. Ja, ja. Gut. Ich möchte nämlich mal eine etwas außergewöhnliche Variante machen. Es kommen nämlich hier noch 250 Milliliter Buttermilch mit dazu. Das macht das Brot ein bisschen fluffiger, ein bisschen in Richtung süß geht es. So. Aber das Schöne ist, man kann das ja selber machen, je nach Lust und Laune. Vielleicht möchtest du an dem einen Tag von mir aus mal ein leckeres französisches Zwiebelbrot zubereiten, weil du Gäste hast am Abend. Am nächsten Tag möchtest du vielleicht für die Kinder mal ein schönes süßes Brot machen mit ein paar Rosinen drin oder ein paar Schokostückchen drin. Kannst du alles ohne weiteres machen. Jetzt fängt diese Maschine es mixen an. Da ist nämlich in die Maschine ist so ein kleines Eimerchen. Ja, Sekunde, ich stelle noch eben das richtige Programm ein. Ich gehe hier auf die 1. Sie haben also hier auch die Übersicht aus insgesamt 12 verschiedenen Programmen. Auch für Pizzateig und für alles, was noch dazu kommt. Dann kann man natürlich hier die Stufe wählen. Und diese Stufe ist dafür da, dass man sagen kann, ich möchte jetzt beispielsweise eine weiche Kruste oder ich möchte eine richtig knusprige Kruste haben. Oder Mittel. Einigen wir uns auf den Mittelweg? Mitte, ja, auf die 2. Die Mitte ist immer gut. So, und beim Gewicht sind wir jetzt ungefähr bei 750 Gramm angekommen. Das ist eine klassische Brotgröße und jetzt passt es eigentlich. Alles andere ist eingestellt. Wir müssten 2 Stunden und gut 50 Minuten Geduld haben. Und jetzt geht's eigentlich auch schon los. Jetzt drücke ich auf Start und die Maschine beginnt ihre Arbeit. Guck mal, geht schon los hier. Und zwar macht sie das ruckartig und das ist dieser Rührlöffel, der also quasi unten drin arbeitet. Ja. Der steckt in diese, sag mal, mit Anti-Haft-Beschichtung ganz wichtig, kleines Eimerchen. Und je nach Zutaten können Sie entscheiden, wie schwer Ihr Brot wird. Also das Ganze steckt hier drin und dieses Eimerchen ist mit dem Heizaggregat rundherum nicht in Berührung. Das ist nämlich ganz gut. Genau. Und einfach einsetzen und fertig ist es, die Zutaten zurückmachen. Jetzt haben wir uns natürlich hier einen richtigen Aufwand gemacht. Sie sehen, wir haben also auch neben unserem Brotbäcker eine ganz normale Backmischung. Wir haben jetzt hier die eines Markenherstellers gewählt, haben, glaube ich, 99 Cent dafür im Supermarkt bezahlt. Es gibt die auch noch mal ein paar Cent günstiger, zum Beispiel beim Discounter. Haben wir alles schon mal probiert, ist Geschmackssache, gibt es aber auch schon für 49 Cent. Wie ist denn das eigentlich? Was für Kosten habe ich, wenn ich ein ganz normales, zum Beispiel sage, ein Weißbrot mache? Mit dem berühmten 405er Mehlmischung. Ja, ist natürlich ein Stück weit von Bäckerei zu Bäckerei verschieden und das kennen Sie wahrscheinlich. So die Preise für ein Kilo Brot liegen so bei ungefähr 3 Euro, 3,50 Euro. Wenn du mal ein spezielles Brot hast, bist du vielleicht auch mal von mir aus nur bei 2,50 oder von mir aus auch bei 4 Euro angekommen. Aber das geht ganz schön ins Geld, gerade bei einer großen Familie und du weißt nie wirklich, was drin ist. Hier kennst du die Zutaten und hier kommst du ungefähr bei 750 Gramm Brot auf den Endpreis, wenn du auch Strom und Zutaten und alles zusammenrechnest, von ungefähr 70 Cent. Und das ist ein Preisvorteil, der rechnet sich auch über die Wochen, über die Monate des Jahres verteilt. Ne? So, und das ist jetzt ein 500 Gramm Brot, was wir gemacht haben. So. Und da kommt doch ein herrliches Brot hervor. Oh, guck mal, wie gleichmäßig das gebacken ist. Ist noch schön richtig klebrig hier. Oh, lecker, guck mal. So, wir haben natürlich auch einen Sonderpreis für Sie, liebe Zuschauer. Wir sind hier bei 42,50 Euro für diesen hochkarätigen Brotbackautomaten, der eben nicht nur klassische Brote hinbekommt, der eben auch mal den Pizzateig knetet und natürlich auch mal Kuchenteig ohne weiteres zubereiten kann. Und das, während Sie sich sicherlich mit angenehmeren Dingen des Lebens beschäftigen. Ich schmier uns mal die Knifte, Harry, oder? Mach du mal die Knifte und ich schau mal auf diese Pearl.de-Seite. Was kostet das Gerät dort? Sehr gerne, ja. Dann schauen wir uns das mal an, was Pearl für dieses Gerät verlangt. Und da sehe ich 59 Euro. Und das ist der offizielle Preis bei Pearl. Und bei Pearl TV haben wir den sensationellen Preis von 42,50 Euro. Wenn man also in Berücksichtigung nimmt, dass unser Brot, was wir backen, 70 Cent kostet, beim Bäcker 3,50, dann habe ich 2,80. Also bei 10 Broten habe ich schon 28 Euro gespart und mein Gott, 15, 16 Brote und die Sache ist bezahlt. Ja, genau das ist der Punkt. Übrigens haben wir hier auch, Moment, das heben wir gleich auf, zusätzlich auch noch eine schöne Timer-Funktion. Das heißt, du kannst natürlich deine Zutaten in den Brotbackautomaten reinpacken und das so timen, dass sie zum Beispiel am Sonntagmorgen um 9 Uhr von dem Duft von frisch gebackenem Brot geweckt werden. Ach. Vielleicht haben sie noch eine programmierbare Kaffeemaschine zu Hause und dann stehen sie auf und quasi das Frühstück ist schon gemacht, oder? Oder sie haben noch einen netten Mann zu Hause, der ihnen dann die Sachen auch noch wie jetzt der Carsten für Sie schmiert und ans Bett bringt. Eine sensationelle Brotbackmaschine, den Sie unbedingt brauchen, mit einem Rührer, einem Messbecher, einem Haken, um den Rührer aus dem Brot zu holen und deutsche Anleitung. Schau mal und jetzt. Dann hat man solche herrliche Brotstücke,
die man natürlich essen kann. Ein leckeres. Die Bestellnummer ist die NC 33 36 569 und der Preis 42 Euro. Das ist jawohl, gut, oder? Ohne Konservierungsstoffe. Alles vom Feinsten, alles frisch. Besser kann kein Bäckermeister backen. Und Sie können, nehmen Sie doch mal Kräuter de Provence rein. Dann haben Sie ein schönes, gewürziges Brot. Zum Beispiel, Kräuter italienisch. Abends zum kleinen Pasta dazu. Süßen Brötchen, Weißbrot mit Rosinen. Lecker. Also das ist fantastisch. Nicht nur für die Kinder, ein bisschen Nutella drauf und eine leckere Marmelade oder was. Und schon ist alles gut. So, ich habe unseren Kollegen natürlich auch noch ein paar Stücke Brot versprochen. Da könnt ihr euch gerne dran vermachen, liebe Kollegen aus der Regie. Verzeihung, ab 100 Gramm wird es undeutlich. Aber wir haben ja noch weitere Artikel in unserer Sendung. So haben wir unter anderem auch diese praktische Küchenwaage, diesen praktischen Küchentimer für Sie im Programm. Und den finde ich wirklich richtig peppig. Warte mal, ich starte ihn mal gerade, damit wir es mal sehen können. Moment, ich muss mal eben gucken von der Seite hier. So. So, denn dieser hier ist richtig schön peppig und etwas bunter als die klassischen Küchentimer, die man vielleicht an anderer Stelle kennt. Der ist nämlich aus pink und grünen Elementen zusammengestellt und richtig klasse. Guck mal hier, wir haben es mal im Dunkeln gefilmt, da kannst du es besser erkennen. Mhm. Ist natürlich spitzenklasse hier, sieht richtig spacig aus, oder wie aus dem Raumschiff. Ja, ich finde es fantastisch. Ich habe übrigens noch von diesem herrlichen Brot, das wir selber gebacken haben. Timer. Der sich auch mit zwei kleinen Magneten, die sich auf der Rückseite befinden, an ihren Edelstahl-Dunstabzug anbringen lässt. Guck mal hier. Wir haben jetzt hier keinen Edelstahl-Kühlschrank, deswegen zeigen wir es einfach mal etwas rustikaler an unserem Edelstahl-Auffangbehälter hier, an unserem Mixbecher. Du hast also hier die Magneten mit dran und kannst das jederzeit dran machen. Und wenn du dann jetzt hier deinen Timer starten möchtest, ist das ohne weiteres drin. Wenn man den andersrum dreht, dann funktioniert es auch. So. Und schon geht das Ganze los. Ist natürlich richtig peppig, kannst du auch gerne mal für Gesellschaftsspiele und dergleichen ranziehen. Und sowas finde ich doch wesentlich schöner als diese komischen, usseligen Eieruhren, die man vielleicht noch zu Hause in der Schublade hier hat. Gelingen die Eier noch hundertprozentig. Also ich bin jetzt noch mit einem Blick auf unsere Brotbackmaschine, weil ich bin noch dabei zu sehen, wie das Ganze jetzt am Mahlen ist. Und das dauert auch ein paar Minuten natürlich. Und dann schaltet sich die Heizung ein und dann geht das Brot. Richtig. Ja, der Hefe wird dann zum Arbeiten angeregt und dann irgendwann bleibt dann das Rührwerk stehen und das Brot backt vor sich. Aber jetzt stell dir bitte mal vor, du hättest jetzt diese komplette Menge mit deinen Händen zusammenmischen müssen. Ich sag mal, für einen halbwegs fitten Menschen kein Problem, aber die älteren Menschen haben wahrscheinlich dann doch eher Probleme mit den Händen, das dann so gleichmäßig zu vermengen. Ja, hier kriegst du es ohne weiteres hin. Du sagst es eigentlich. Ältere Leute, ich habe schon mal gesehen, die kommen zum Bäcker. Die kommen zum Bäcker und nehmen zwei Scheiben Brot. Ja. Ne? Die brauchen kein Brot zu kaufen, die kaufen zwei Scheiben Brot. Mhm. Unser Bäcker macht das. Ja, gibt Geschmacksbrot. Aber stellen Sie sich vor, wenn Sie jeden Tag frisches Brot haben wollen, dann brauchen Sie gar nicht mehr aus dem Haus fürs frische Brot, weil die Großeinkäufen, die erledigen Sie ja einmal in der Woche und dann haben Sie alles zu Hause und Sie können dann ein frisches Brot machen, das hält ja zwei, drei Tage. Auch am Wochenende, wo in der Regel dann ab 11 Uhr also keine Bäckerei mehr auf hat, hast du trotzdem dein tolles frisches Brot. So, der Küchentimer noch mal ganz kurz für Sie, die NC 7378 und die 569 für deutlich unter 10 Euro. Jetzt haben wir tolle Küchengeräte gezeigt, jetzt schenken wir unseren Zuschauern auch noch was, Harry, oder? Was wollen wir jetzt noch verschenken? Kommen Sie einfach mal mit und kommen Sie auch mal mit, bitte, denn wir haben noch einen kleinen Gratisartikel für Sie im Programm und ich möchte Sie beruhigen, es gibt keine verdeckten Kostenfallen, auch keine Abo-Falle. Es ist wirklich ein kleines Dankeschön an unsere treuen Stammzuschauer und natürlich auch ein kleiner Promotion-Gag an die Herrschaften, die bis dato noch nicht bei Pearl bestellt haben. Das ist er eigentlich auch schon unser Gratis-Artikel. Ich stelle die Teller mal ganz kurz auf die Seite, denn das ist unser Küchenrollenhalter und der ist deswegen so praktisch, weil der hier eben diese praktische Stoppfunktion hat. Das heißt, eine Aufwickel-Stoppfunktion hat der. Das bedeutet, du kannst also hier ohne weiteres also auch mal ein Stück Küchenkrepp von mir aus mit einer Hand abreißen, ohne dass sich dann gleich die komplette Rolle abwickelt. Ja, oder dass du den Rest dann irgendwie mit schmierigen Fingern anfassen musst. Und das heißt, man ruft an in unseren Telefonzentralen, in unser Callcenter und sie sagen, ich hätte gern diesen Gratisartikel, die GRA 12919 und 569 und das kostet schon mal
0 €. Aber allerdings die Versandkosten, wenn Sie nur das bestellen würden. Wenn man nur den bestellt, kommen die Versandkosten dazu. Richtig, wenn du jetzt einen anderen Artikel aus der Sendung bestellst oder aus einer anderen Sendung und den einfach dazu nimmst, kriegst du den tatsächlich komplett gratis. Ist das nicht was? Sieht klasse aus. Edelstahl natürlich, ist von der Unterseite auch her kratzfest geschützt, dass auch die Arbeitsplatte vernünftig bleibt. Ja, und damit ist, glaube ich, ein schönes Wochenende mit frischem Brot und tollen Küchenutensilien vorprogrammiert, oder? Ein Must-Have. Ja, greifen Sie zu und ganz viel Freude damit.